Moin. 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 Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Aber das ist nichts Neues, ne? Nee. Nur die Reihenfolge oder ja, anders. Guck mal hier. Anders. Abarth. Casala. 505 Competizione. Competizione. Pino! Pino! Was heißt denn Competizione? Keine Ahnung! Keine Ahnung, unsere Italiener, keine Ahnung. Competizione, Wettbewerb heißt das. Ja. Competition. Quasi Competition. Das ist also eine Knallrakete. 180 PS. Aus 1,4 Liter Motor. Ja. Voll geil. Also Baujahr 4.2016. Super schönes Auto. Ja, ich liebe also, diese kleinen Schuhkartons. Wirklich, das ist echt ein Ritt auf der Kanonenkugel. Guck das mal an hier, die Kiste. Also das ist echt Hammer. Der ist wirklich für einen Wettbewerb gedacht. Ne? Also, Ledersitze. Schickes Ding. Guck mal, richtige Schalensitze hat er. Ach, guck mal hier, das ist die Automatik. Ja. Ah, das ist schon der Hammer der Wagen. Schaltwippen am Lenkrad. Die Zündung einschalten, wie der im Ding aussieht, im Kombi aussieht. Ah, dann Abarth. Ja, schönes Auto, wunderbar, aber... hat einen Haken, er läuft nicht, er springt nicht läuft an. Nicht, springt nicht an, läuft nicht, hat keine Leistung mehr, ist vom ADAC hingeschleppt worden, weil der Kunde gedacht hat, nee, der hat nicht gedacht, oder hat an was anderes gedacht. Aber weiß der Himmel, wo er dran gedacht hat, jedenfalls nicht an das Richtige. Ja, genau. Der hat nämlich an der Säule den falschen Hebel genommen. Also die falsche Säule. Und zwar... Hast du Schlüssel? Nee. Wo hast du denn hingetan? Steht ja drauf, ne? Man weiß ja auch jeder. Weiß der Kunde auch. Aber er hat sich da einfach vertan. Und zwar hat er da gedacht... Nee, er hat nicht gedacht. So. Dann füllen wir mal. Tja. Also, der 1,4 Liter ist eigentlich ein Benziner. Genau. Also, er hat Diesel eingefüllt. Theoretisch. Theoretisch. Und praktisch hat er einen Diesel draus gemacht. Ja, eigentlich geht es gar nicht, ne? Weil der Diesel ist ja ein größeres Zapfhahn, der ist viel größer, der für normalen Kraftstoff ist viel schmaler. Normal geht es gar nicht, aber bei ihm schon, weil man hat noch genug Platz. Wenn man den so dagegen hält, kann man schon noch tanken. Man kann es nicht loslassen, dann kippt das weg. Ja, auf jeden Fall hat er die Kiste das ist, voll eigentlich gemacht. Ist es mir ein Rätsel, warum die das so bauen. Denn wenn ich in einen Diesel Benzin einfülle, ist er in der Regel... Die neuen CDI-Motoren einmal gestartet, das sind die Injektoren tot, also dann ist der hin. Viel schlimmer ist das bei einem, wenn man das andersrum macht. Wenn ich einen Diesel-Benzin einfülle. Weil der die Hochdruckpumpe hat und die Hochdruckpumpe wird auch geschmiert von dem Kraftstoff und dann ist es direkt durch. Und bei einem Benziner macht es eigentlich nichts aus. Das machen wir eben die Musik leise. Nur den Schnorchel, dass ich für einen Benziner so eine kleine Öffnung mache, hast du gesehen? Kannst du jetzt schön sehen, das ist hier dieser kleine Anschluss. Ich leuchte mal da rein. Ja, die haben das ja damals gemacht, als diese Umstellung kam auf bleifrei, ne? Ja, ja. Da haben die diese Dinger eingefüllt. Damit die keinen verbleiten Sprit da reinmachen. Damit keinen verbleiten Sprit einfüllst. Also. Und da haben die überhaupt gar nicht dran gedacht, dass du das vertauschen kannst. Darum geht es gar nicht. Also ja. Da muss man schon können. Also ich gehe auch, wenn ich mir, ich weiß auch, dass ich Kraftstoff nicht trinken darf. Kann ja passieren. Ne? So, man ist in Gedanken nimmt und füllt das rum. Wie gesagt, was Jürgen sagt, was viel schlimmer ist, ist, wenn man Benzin in den Diesel reintankt und dann startet. Das auf jeden Fall nicht tun. Also wenn man es reingefüllt hat, nicht komm, ich fahre noch eben bis nach Hause, sondern stehen lassen. Oft merke ich es ja, wenn ich an der Kasse stehe, weiß ich, zahle immer im Moment 100 Euro. Eine Million, jetzt nur 750.000. So, und plötzlich zahle ich viel mehr. Dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann müsste ich mir Gedanken machen, was ist denn da schiefgelaufen? Guck auf den Zettel, ah, Scheibenklasse, ich habe einen Diesel und ich habe Benzin getankt. Dann ist es immer noch Zeit, dann kann es abgepumpt werden. Und dann passiert nichts. Genau. Dann, das Problem ist, wenn man dann startet, dann wird der Kraftstoff ja nach vorne gefördert, geht durch den Dieselfilter durch, also den Kraftstofffilter, in die Hochdruckpumpe rein. Die Hochdruckpumpe nimmt relativ schnell Schaden, weil da ein kleiner Nocken ist und dieser Nocken verschleißt dann. Dann wirft die Späne diese Pumpe und die Späne kommt in die Injektoren rein und damit ist ein Schaden. Ich glaube, bei einem BMW, die nehmen irgendwie um die 7,5 oder so. Und du hast doch mal bei deinem Audi auch. Bei meinem Audi hatte ich so einen Schaden auch, aber nicht, weil ich falsch getankt habe, sondern weil die Hochdruckpumpen haben ja da eine Eigenart, das sind keine Rollenzellenpumpe, das ist ein kleines Röllchen, was sich da abreibt, was verschleißt.
Die Späne haben sich ins System reingesetzt für 12.000 Euro Schaden. Genau, und wenn man falsch tankt und damit fährt, sagt BMW 7.500 bis 9.000, weil Leitungen neu gemacht werden, die Injektoren werden neu gemacht, neue Pumpe wird reingemacht und. Die machen alles neu, ich glaube, außer der Tank, dem kann man spülen, da kriegen sie es raus. Genau, man sollte da auf jeden Fall Achtung haben. Der Kunde hier ist trotzdem gefahren, hat von der Tankstelle weg, dann läuft das, der Wagen erst nochmal und dann irgendwann war Schicht im Schacht. So, jetzt werden wir euch zeigen, wie man den Kraftstoff da rausnimmt aus dem Ding. Tank kann man nicht so ohne weiteres, sollte man nicht ausbauen, das ist eine Riesennummer. Könnt ihr das mal anschauen. Der Tank hat auch unten drunter jetzt nicht, vielleicht wie einige denken, wäre natürlich sehr praktisch, dort einfach eine Ablassschraube reinzumachen am Tank. Nee, der Tank ist aus Kunststoff, das ist, wäre auch wieder produktionsbedingt. Warum sollte man das tun? Ja. Nur für die Falschtanker, sonst nicht. Aber Holger, wenn wir hier ein Loch einbauen, können wir den doch mit Kleber wieder zukleben, oder? Ja. So, hier ist der Kraftstofftank. Ich schätze mal, da passen sowas um die 40, 50 Liter rein, oder was steht da oben drauf? Nö. So, wäre schön, wäre jetzt, wenn wir jetzt hier einfach ablassen könnten. Aber das Problem ist ja, da ist ja gefahren. Das heißt, die Leitungen, hier sind die Kraftstoffleitungen, hier, die kommen oben aus dem Tank. Diese Leitungen sind natürlich gefüllt bis vorne. So, und jetzt, was wir jetzt machen ist... Hier kannst du schön sehen, dass diese Autos eine Gemeinschaftsproduktion sind von Ford und Fiat, ne? Und? Hier, Fumoco. Das ist Ford Motor Company. Ah, okay. Die Tanks werden für den K, der K und der hier, sind, glaube ich, die gleiche Plattform. Ah, okay. Bei der Jürgen Walzer. Ja. Hast du mal gelesen? Und? Nein, guck da, manche Motoren, wenn du die aufmachst beim Ford, hast du einen Fiat-Motor vor dir. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, die bauen die mischen ihre Sachen. So braucht die eine, die andere nicht produzieren. Und, ja. So, was wir jetzt machen ist, wir sorgen jetzt dafür, dass der Kraftstoff da rauskommt. Kann man auch verschiedene Möglichkeiten machen. Absaugen. Wir machen uns einfach die Kraftstoffpumpe zunutze. Das heißt, wir machen hinten auf, geben der Kraftstoffpumpe Spannung drauf, machen vorne einen Kanister hin, legen dort eine Leitung ran und lasse den Kraftstoff einfach von der eigenen Pumpe rauspumpen. Das kann man jetzt auch auf verschiedene Methoden machen. Einmal das Kraftstoffpumpenrelais suchen und das Kraftstoffpumpenrelais überbrücken. Aber für den Wagen jetzt auf die Schnelle einen Schaltplan zu kriegen, ist nicht so einfach. Deswegen machen wir hinten einfach die Rücksitzbank auf. Boah, ist das laut hier. Machen einfach die Rücksitzbank auf. Und schon ist leise, wenn ich sage, hier ist laut. Ne? Ja. Machen die Rücksitzbank auf und machen das. Wir bereiten das davor. Mach was Schönes draus. Mach was Schönes draus. Hier haben wir Plus, hier haben wir Minus. Hier habe ich jetzt zwei Kabel drauf und dann machen wir da eine Spannungsversorgung drauf und dann pumpt die Pumpe, die hier innen drin ist, fördert den Kraftstoff dann hier durch nach vorne. Schaden vorprogrammiert. Wow, gut gesehen, Jürgen. Klitzekleines Loch am Turbo. Das ist die Leitung, mit dem hier die Dose vom Turbolader aufgezogen wird. Und da ist der Turbolader. Wo die Regelung des Turboladers mit gemacht wird. So. Und der wird mit Unterdruck gesteuert, hat Jürgen gerade gesehen, da ist ein kleines Loch drin. So, und das reißt natürlich irgendwann auf. Ach, wie weich das auch ist. Ne? Ja. So, das reißt natürlich dann irgendwann auf hier. Habe ich an meinem Wohnmobil schon viermal neu gemacht, ne? Okay. Die gehen immer wieder kaputt. Ist auch ein Fiat, ne? Mhm. Mhm. Fiat, ne? Fabricazione Italiano Automobile Turin. Faszination in automobiler Technik, ne? Ja. Fehler in allen Teilen. So, ja. Guckst du? Ja, ich gucke. Jürgen, guck jetzt mal, ob der Kraftstoff rauskommt. Patrick, komm mal gucken eben hier, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt hier vorne Plus und Minus angeklemmt an der Kraftstoffpumpe. Da vorne rein, an der Kraftstoffpumpe Plus und Minus angeklemmt. So, gebe jetzt hier einfach... Da ist Plus drauf, hier Minus drauf. Kann man eben wieder genau sehen. Hier nochmal für den Hobbybastler. Hier die schwarze Leitung ist Minus und die grün-rote Leitung ist Plus. So, einfach da angeklemmt. Plus und Minus. Und gehe jetzt hier.
habe ich hier Plus drauf und hier Minus. Jo, 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 jo. Okay, also ist das der Vorlauf? Lass mal riechen. Boah, stinkt schon ein bisschen. Jetzt müssten wir da irgendeinen Anschluss dran machen, ne? Ja, ja, machen wir da einen Anschluss dran. Ja, und schnorcheln. So, lass mal laufen. No, nicht wo. Es läuft. Es kommt eben hier, guck, wie dem Ochsen die Milch. Da siehst du schon, dass das Diesel ist. Mhm. Hast du mal Feuerzeug? Ja, also wenn das jetzt Benzin wäre. Da könntest du zaubern. Wenn das jetzt Benzin wäre, würde mein Finger brennen. Nix. Komm, lass mich mal machen, dann brennt er. Ja, ja, lange noch drunter halten. So, die Problematik ist, dieses Kraftstoff, den wir jetzt auf jeden Fall entsorgen müssen. Also jetzt lassen wir es erstmal rauslaufen, wir müssen den Kraftstoff entsorgen. Das Witzige ist bei den Wagen, und das ist echt ein Ding, wir haben im Vorfeld, als wir haben vor 2 Tagen erfahren, dass der Wagen reinkommt, haben wir geguckt, okay, wir müssen noch einen Kraftstofffilter reinmachen, Diesel in einem Kraftstofffilter, haha, nicht so schlau und sowas, so Papierfilter gehen dann kaputt. Dann haben wir bei Fiat angerufen, die sagen, also haben versucht, im Zubehör was zu kriegen, nichts bekommen. Dann haben wir bei Fiat angerufen und Fiat sagt, der hat keinen Kraftstofffilter. Irgendwie echt unbegreiflich, dass es Autos gibt, die keinen Kraftstofffilter haben, ne? Die haben wohl im Tank ein Sieb, also so ein Plastiksieb, ja, wie man das so kennt. Das reicht und denn. Mehr nicht. Also. Weil die Italiener immer haben sehr gute Sprite, kann der nächste passieren, ist der nächste Dreck drin. Weißt du, da ist ach, ja, kann der nächste passieren mit der einen Spritzedüse, ist gar kein Problem. Scheinbar scheint das so zu funktionieren. Also der Italiener an sich. Ja, der weiß schon, was er tut. Der weiß schon, was er tut. Ja, also die werden ja natürlich wissen, das sind ja Ingenieure, italienische Ingenieure und die, wie sind da jetzt, was ist schon eine Macke, also Autos. Ja, jetzt ja, müssen wir warten, bis das hier. Also, komisch. Ausgelaufen ist. Das Zeug muss auf jeden Fall entsorgt werden. Klingt komisch. Ist aber so. Guck mal hier drüben, der Alpha. Heute ist irgendwie italienische Woche bei uns. Also italienische Woche. Tag. Was gibt's denn heute zum Mittag? Spaghetti? Alpha, der will eine andere Außenverlagerung. Pino, warum? Weil ist eine Reklamation, oder was? Aber nicht von uns. Ne, nicht von uns, aber die Außenverlagerung ist irgendwie kaputt, oder wie? Dann will jetzt, okay, dann sollen wir jetzt auf jeden Fall die Original-Außenverlagerung wieder einbauen. Weil die hört sich irgendwie ein bisschen komisch an hier. Okay, lass doch mal eben laufen. Ist doch cool. Ist das nicht ein bisschen laut? Ist doch cool. Komm, Micha, wir schieben mal hoch. Guck mal, mal an. Da ist bestimmt gar kein Endschalldämpfer dran. Wenn du damit jetzt in die Stadt fährst, in der Stadt, ja klar. Da bist du dabei. Vor allem hier in Köln. Ja. Ja. Dann kommt die Soko Rasa. Ja, und nagelt dich direkt fest. Haben wir hier in Köln ja tatsächlich. Ist hier in Köln so ein paar Verrückte gibt, die um die immer abends Rennen fahren müssen. Da haben wir hier in Köln wirklich eine extra Sonderkommission für. Kann man machen mit den Rennen. Aber dann fahrt auf den Nürburgring. Ich meine, da passiert so viel. Hier in Köln sind schon so viele Leute umgekommen. Damals vom Oberbürgermeister, der Sohn, wegen der Raserei. Also, fahrt einfach auf den Nürburgring. So, okay. Lass mal hoch. So, hier ist auf jeden Fall die Original-Außenverlage. Alfa Romeo. Bin schon gespannt, ob der. Ob der hinten überhaupt einen Dämpfer drin hat. So wie das anders hört, als wenn der hier. Hast du geguckt, oder? Ja. Da fehlt was. Ja. Da fehlt eine Dose. Also. Komm her. So ist normal. Was? Das Ding immer höher und wir haben gar nichts gemacht. Ja. Der Michael hat das höher gelassen. Oh. Ja. Deswegen ist der auch so laut. Ey. Oh, guck mal, vorne ist der ist auch was größer. Das ist aber mit. Wie heißt das Ding? Das ist ein zugelassener Ding. Mit ABE. Mit ABE, alle dran.
Ragazzon. Hammer, ey. Ich hätte gerne volle Zulassung. Also umschalten, ja. Ach, okay, guck mal, der hat noch eine Umschaltung dran. Terreur und Terreur. Eine Klappe umschalten muss er dran. Dann kannst du leiser und lauter machen. Das ist über Unterdruck gesteuert, eine Druckdose. Und dann kann man hier so einen Klappenumschalter, dann kann man das Ding lauter und leiser machen. Okay. Guck an, ey. Das ist cool, ne? Das ist erlaubt. Ja, schau, wie man sieht, es scheint so, als wenn das erlaubt wäre. Das hat eine Originalnummer drauf und so. Ja, aber gut. Der neue dran. Fertig. Hammer. Nee, nee, neue, ja, die machen den irgendwie dran, weil das irgendwie eine Reklamation ist, weil das nicht richtig funktioniert oder so. Komm, wir gucken mal drüber weiter an so einen 500er. Wie das da aussieht, okay. Jetzt haben wir da Kraftstoff schon drin. So. Da kann man die Seite sehen. Ne? Und es läuft, und es läuft, und es läuft weiter. Ja, brauchen wir jetzt einfach was Geduld. Aber jetzt haben wir es ja so, dass wir die Leitungen dann auch so gut wie möglich schon leer haben. Obwohl nachher... Läuft nochmal, ja, wenn wir nachher... Guck mal, kommt auch schon Luft. Guck mal, ja, das hier kommt schon Luft. Oh, da kann man sehen, wie der schon Luft drückt. Aber na, ist denn der schon so leer? Das kann nicht sein. Hat er denn nicht voll getankt? Muss ich nur einschalten. Mal schauen, wie viel Kraftstoff da drin ist. Ach, kann ich hier jetzt gar nicht messen, weil ich habe den links hier abgezogen. Du hast den Tankuhr abgezogen, ne? Den Stecker hier abgezogen und da war auch der Schwimmmoment dran. Na, wir lassen es dann so weit laufen, bis er leer ist. Eine Ewigkeit später. Okay. Was ist? Was ist? Ende. Ende? Ja, kann nicht sein. Trocken. Kann nicht sein. Ja. Also wir haben jetzt schon Ende, kann nicht sein. Ja, aber es kommt nichts mehr raus. Steck den Stecker mal drauf und guck mal, ob du sehen kannst, wie viel im Tank noch angezeigt wird. Okay. Machen wir mal den Stecker wieder drauf. So, dann machen wir die Zündung an. Guck mal, der Tank anzeigt. So, leer. Leer. Voll. Leer. Ja, passt. Ja? Ja, was hat denn der für einen kleinen Tank? Junge, da kannst du ja dreimal Gas geben, ist der doch noch leer. Ja, da brauchen wir nichts. Hat ja nur 1,4 Liter. Ja, mit 180 PS. Ne? Und Turbo aufgeladen. Kann bringen wir einen Schlüssel mit. Für. Okay, so, also wir machen da jetzt. Jetzt machen wir neuen Diesel rein, ne? Ja, 20 Liter Kraftstoff rein. Halt fest. Das ist immer irgendwie, gibt es immer so rein. Ne? Benzol. Oh wei. Jürgen, dürfen wir das eigentlich? Wir werden davon sterben. Mit der neuen Feinstaubverordnung und sowas. Aber das ist ja Benzol, das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Oh wei. Meine Güte. Oh wei, ich rufe jetzt mal bei der Umwelthilfe an. Ja, die werden uns auch nicht helfen. Doch, die werden uns verklagen. Ja. Mhm. Wenn ich diese Diskussion da sehe, da könnte ich. Aber wir dürfen uns ja nicht darüber äußern. Nein, ne? Wir äußern uns nicht. Sag Bescheid, wenn du stirbst. Nee, ich bin gerade am Kotzen. Oh Gott. Wir dürfen uns schon äußern, aber wir lassen es besser. So, jetzt können wir direkt mal gucken, wie weit die Anzeige anzeigt, wenn er jetzt. Vollanzeige hat er 20 Liter am Tank. Ich habe gedacht, das hört sich schon an, als wenn da nicht mehr so viel reingeht. Ich habe gedacht, ich könnte mit dem, was wir hier rausholen, irgendwie 5 oder 6 Tage meine Dieselheizung hier betreiben. Ja, vielleicht einen Tag. So, dann schauen wir mal, wie viel da jetzt im Tank drin ist. Warte. Ich will doch nicht starten. Nee, nee. Achso, erstmal zusammenbauen. Aber ich will noch mal gucken, wie viel jetzt im Tank drin ist.
Bam, bam. Halb voll. Halb voll. Dann hat er den nicht ganz voll getankt gehabt. Dann passt er ungefähr 40 Liter rein. Dann hat er den nicht ganz voll getankt gehabt. So, Luftfilterkasten. Machst du zusammen? Ja. Ich gehe rein und baue drin wieder alles zusammen. Boah. Patrick, freust dich schon drauf. Gleich machen wir erstmal eine Probefahrt zur Tankstelle, ne? Das ist dein Platz hier hinten, ne? Wir müssen ja auf jeden Fall eine Probefahrt machen, weil wir müssen ja gucken, ob er richtig läuft. Und wir müssen gucken, ob wir müssen ja auf jeden Fall nachtanken. Und das kann ich in dem Fall jetzt keinem anderen Mitarbeiter überlassen. Das muss schon ich und Jürgen tun. 180 PS, 180 PS. So, dann gucken wir mal, ob er anspringt. Gentlemen, please start the engine. Ja, er braucht natürlich jetzt eine Zeit, damit der Kraftstoff vorne ist. Okay. Empty. Batterie leer. Naja, kann natürlich sein, dass der jetzt noch was in dem... Der hat ja noch Kraftstoff in den Düsen stecken. In den Dings drin, ist in dem im Railrohr auch noch drin. Ne? Mhm. Wie startest du den? Achso, da oben. Ist schon eingeschaltet. Der Extremfall wäre ja jetzt, wenn die Kerzen verölt sind, weil der vom Diesel dran hat. Ja, das denke ich auch gerade, vom Diesel, die verölt sind die Dinger und... Da müssen wir den ganzen Mist wieder auseinanderbauen. Weil eigentlich hast du Vollgas, wenn der Luftüberschuss hat. Wow, da ist der erste Zylinder, der jetzt gerade gekommen ist. Bum, bum, bum. Bum, 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 der erste Zylinder. Dann sind die echt auch... Da ist er. Hey, komm. Oh, guck mal, der Qual. Hey, 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 hey. Boah. Echt schön. Mach's mal eben auf, Adnan. So. Boah. Das können wir abklemmen. Leck mich in die Tüte, ey. Wie lange er jetzt gebraucht hat, um die ganze Kraftstoff da rauszupusten, ne? Ja. So, jetzt fahren wir schön vorsichtig zur Tankstelle. So, da ist natürlich jetzt noch ein bisschen Restdiesel drin, obwohl man merkt es fast gar nicht beim Fahren. Jetzt machen wir das Ding erstmal richtig voll. Richtig voll. Da geht doch nichts rein. 20 Liter haben wir ja schon reingekippt. Guck mal, wie schnell die Euro da oben laufen. Alter. Das ist erschreckend. Stopp. Ja. 18,4 Liter. So. Und jetzt haben wir den Tank voll. Und jetzt... Jetzt können wir auch ein bisschen schneller fahren, ne? Probieren wir mal aus. Was denn der so kann? Kleiner Vorgeschmack. Ja. Ja. Leistung scheint er zu haben. Ne? Der hat die ganze auf die Straße geschossen, gesehen? Ja. Das ist wie so viel Sand mit der Kanonenkugel. Das geht so hin und her. Ja. Du kannst auch Sport umschalten. Aha. Wieder ist er noch schneller, oder? Doch, dann
kannst dann das ganze Programm abrufen. Junge, das ist ja unglaublich. Boah, ist der hart, der Wagen. Patrick, was ist? Ist das schlecht? Okay. Der kann was. Wir fahren wieder zurück und benehmen uns hier ein bisschen. Ne? Wir sind auch mitten in der Stadt. Also wir haben ja jetzt auch nur Beschleunigung, wir haben ja keine Geschwindigkeit gemacht. Aber was meinst du, wie schnell der auch ist? Also das ist schon. Aber das Beschleunigungsgefühl ist schon. Ich tritt jetzt mal drauf. Unglaublich. Der hält auch gar nicht die Spur. Der zieht einfach so rechts rüber. Ja, du musst ein bisschen die ganze Zeit am Ruder. Weil er die Kraft überhaupt nicht auf die Straße kriegt. Ja. Hammer. Ja, ihr Lieben, ich liebe dieses Auto. Das war's heute mit Neuem aus der Werkstatt. Wir fahren jetzt zurück und schrauben wieder weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Genau. Abonnieren wäre nicht schlecht. Genau. Ansonsten, wir freuen uns aufs nächste Mal. Gute Zeit. Bis dann. Ciao. Und wir haben ein bisschen Spaß mit unserem Fiat hier. Ha 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 ha!